Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, in der letzten Folge haben wir gegen unseren Bruder gekämpft und wir haben ihn nicht erledigt, obwohl ich dachte, er wäre eigentlich hinüber. Lebt er immer noch? Oh, und wir kriegen auch hier gleich Besuch. Das passende Ende für Söldner ist der Tod im Kampf. Okay. Ja, fängt doch schon mal gut an, würde ich sagen. Gut, was haben wir hier noch bekommen? Gut, in der letzten Folge haben wir gegen unseren Bruder gekämpft, wie schon gesagt, und ihn leider nicht besiegt. Wir sind gefangen genommen worden von Cleon und der will jetzt eine Insel angreifen. Wir sollen jetzt natürlich schauen, ob wir ihm irgendwie Verrat nachweisen können. Dafür müssen wir Beweise finden und das werden wir doch in der heutigen Folge tun. Finde Beweise für Cleons Verfehlungen. Cleons neue Residenz ist immer noch in Attika. Er hat sich sein Quartier auf die Akropolis im Zentrum von Großathen verlegt. Da schauen wir doch jetzt mal. So, die Akropolis ist hier. Ich denke mal, das wird hier oben irgendwo sein. Freie Meinungen. Wir werden doch dort gleich mal hingehen. Oder warte mal, wir könnten eigentlich gleich reisen. Dann wären wir auch schon gleich dort oben. Bildmachgerät an, Leute. So. Hoffe, dass wir den jetzt kriegen. Den Schlingel, den. Oder zumindest Beweise finden. Das hier sieht mir sehr nach Cleon aus. Okay, hier sind auf jeden Fall ein Haufen Leute unten. Mit ihm haben wir schon mal gesprochen. Yeah.
Alter, was ist los? Jetzt hier, Mensch. Okay, wir müssen ihn mal abhauen. Boah, ist der nächste hier durch. Geh halt rüber, was macht denn die? Mann! Muss anonym sein. Hat jemand etwas entdeckt? Meine Spur war kalt. Haltet eure Waffen bereit. Komm hier raus. Alter, was ist die Gegner? Ich dreh durch. Thank you.
Alter Schwede. Ich sterbe gleich. Oh, mal schauen, vielleicht können wir irgendwie so ein bisschen Kopfgeld wegkriegen. Schlammspuren stammen vermutlich von jemandem aus dem Garten. Reinkommen. Diese Schaufel wurde kürzlich benutzt. Alter Schwede. Um den Schlüssel zu bekommen, muss ich diesen Phaelos finden. Eieiei.
Garten hinter dem Haus. Geschlossene Truhe. Okay, jetzt müssen wir da hinten hin. Meter. Ich glaube, wir gehen mal hier runter. Ich glaube, das ist bestimmt eine Schleichmission gewesen. Wahrscheinlich wird da der Schlüssel sein für die Truhe. Heftiger Scheiß. Okay. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Komm keinen Schritt näher! Okay, dann haben wir den Schlüssel. Und dann schauen wir doch mal, ob wir diese blöde Truhe jetzt öffnen können. Schnell rein und wieder raus. Sokrates hatte recht. Genau das haben wir gebraucht. Okay.
Läuft. Trifft Sokrates bei der Pnyx. Gut, du bist hier. Das Volk erwartet bereits meine Ansprache. Dies solltest du zu deinem Vorteil nutzen können. Das habe ich zu klären gefunden. Mytilene ist nur der erste von vielen Orten, die er auslöschen möchte. Mit dem Einfluss, den er über die Polis hat, bekommt er jedes Mal die Zustimmung zum Töten. Dann liegt es an uns, jetzt und hier ihre Meinung zu ändern. Begleitest du mich? Vielleicht reicht es nicht, vor dem Volk zu reden. Wir müssen ihnen zeigen, warum es falsch ist, Cleon zu folgen. Es überrascht mich, dass du so eine Idee vorschlägst. Ungewöhnliche Zeiten. Waren das nicht deine Worte? Waren sie. Folge meinem Beispiel und tu so, als wärst du einer von Cleons Unterstützern, nicht von mir. Ich tue mein Bestes. Aber Sokrates, Cleon ist ein Mann des Volkes. Sag mir, wenn du jemanden mit dem Schwert verletzt, bist du dann nicht verantwortlich? Doch. Was, wenn du jemanden anheuerst, um einem anderen zu schaden? Bist du dann auch verantwortlich? Ja, auch dann wäre ich verantwortlich. Du bist fast schon zu einsichtig und hast absolut recht. Wenn jemand durch irgendetwas zu Schaden kommt und wir irgendwie beteiligt sind, dann sind wir auch verantwortlich. Wir sind uns einig, dass man anderen auch anders schaden kann als mit eigener Hand. So ist es. Dann lass mich dir noch eine Frage stellen. Wem vertraust du? Der Mehrheit oder dem Einzelnen mit mehr Fachwissen? Es ist die Mehrheit, die immer recht hat. Und wer informiert die Mehrheit? Ich nehme an, sie folgt dem einen an der Spitze. Und wenn du erfährst, dass die Person an der Spitze die Menschen, denen du folgst, belogen hat, was würdest du tun? Wer mich anlügt, hat mein Vertrauen nicht verdient. Natürlich nicht. Denn schließlich, wenn er dich einmal angelogen hat, wer sagt, dass er es nicht nochmal tut? Ja, da hast du recht. Dann stimmst du also zu, dass jemand, der lügt, kein würdiger Anführer ist? Natürlich. Oh, Athena! Und ihr? Würdet ihr nicht zustimmen, dass man auch für den Schaden, den ein Mittelsmann verursacht, indirekt verantwortlich sein kann? Würdig! Und würdet ihr jemandem folgen, von dem ihr wisst, dass er euch zu seinem Vorteil angelogen hat? Natürlich nicht! Eben! Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten und beschwören, hört mich an! Der nämlich, dem ihr momentan folgt, lügt zu seinem eigenen Vorteil. Cleon hat euch angelogen, um eure Zustimmung für den Angriff auf Mytilene zu bekommen. Und wir haben Beweise, dass er es wieder tun wird. Wird dieses Schiff erst in Mytilene sein, hat niemand dort eine Chance zu überleben. Jetzt, da ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr eure Entscheidung zurücknehmen. Wir müssen erneut abstimmen. Das Leben dieser Menschen liegt auch in unserer Hand. Das Schiff muss umkehren. Okay. Das hätte besser laufen können. Aber auch so, glaube ich, kann das Volk die Beweise, die wir vorgelegt haben, nicht ignorieren. Wir haben nur geredet. Wir haben weit mehr getan. Wir haben mit Beweisen und Argumenten für einen Ausgang gesorgt,
der nicht nur Cleon schaden, sondern hoffentlich viele Leben retten wird. Aber reicht das auch? Ich glaube, Cleons Untaten werden sich in Athen herumsprechen. Die Athener lieben ihre Stadt und wofür sie steht. Niemand kann sich wünschen, dass sie fällt. Okay. Unweit im nördlichen Teil, unweit der Agora. Boah, nördlicher Teil, es müsste hier irgendwo sein. Hier vielleicht. Wir porten mal. Dann schauen wir mal. Mich entdecken. Ganz schlapp in Athene. Alles voll Kopfgeldjäger und Söldner und weiß nicht, was für ein Socks. Haus von Solon. Scheiße, das war's nicht. Soll denn es sein? Nördlich. Thespis lebt in Attika. Sein Haus befindet sich im nördlichen Teil Groß-Athens. Ein nördlicher Teil sind. Unweit der Agora. Unweit der Agora. Nordmauer. Hm.
Muss doch dann hier aber irgendwo sein, oder nicht? Komm, wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung. Vielleicht tut der Adler ja dann irgendwie Alarm schlagen. Das muss Tespis Haus sein. Alles klar. Okay. Und der nächste Ladebalken. Du siehst nicht aus wie ein Schauspieler. Außer du spielst eine Stadtwache. Ich... Schweig. Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Aber Befehlshaber Rexenor... Wie heißt du? Bulis. Nun, Bulis. Es liegt an dir, ob du hier lebend rauskommst. Hast du verstanden? Ja. Du solltest mir besser nichts verschweigen. Ich weiß nur, dass sie den Typen beschäftigen sollen. Sieh doch selbst nach in der Taverne. Und das war alles? Ich befolge doch nur meine Befehle. Ich stelle keine Fragen. Tu etwas, das sich lohnt und komm in meine Mannschaft. Du bist loyal und du befolgst Befehle. Ist das dein Ernst? Was sagst du? Und aus Athen rauskommen? Danke. Danke. Okay. Ist hier so ein Gescheiter? Oh, Speerschaden. Können wir hier überhaupt schon wieder was machen? Könnten wir schon wieder aufwerten. Okay. Dann haben wir hier auch schon mal 2 auf Max. Das nächste wäre dann das hier. Wir brauchen 178 Holz. Okay, ich spreche in der Taverne mit Tespis. Er hatte genug. Und was geht dich das an, Mädchen? Ja, was geht dich das? Oh, sieh mal. Du bist besoffen. Du solltest jetzt gehen. Sein Arbeitgeber schickt mich. Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja, nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes. Lustiger Kerl. Heftige Ansichten. Geradezu gefährlich. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Ich sag, ich bleibe. Ich will keinen Ärger.
Gebt mir Thespis und im Gegenzug gebe ich euch etwas. Wir können uns bestimmt einigen. Hier, für eure Mühen. Ab jetzt kümmere ich mich um ihn. Ah, Drachmen regieren die Welt. Also gut, du wirst uns nicht wiedersehen. Ich fühle mich nicht so gut. Nein, besoffener. Er sagte, du trägst eine Maske. Du bist vollkommen sicher, hat er gesagt. Du bist so stark. Hier, kannst du ausnüchtern. Meine Eltern sagten, ich werde entweder Schauspieler. Danke, aber weiter darfst du nicht gehen, denn ich kenne wahre Liebe. Ich will nur, dass du morgen auftreten kannst. Natürlich. Und ich will nur meine Muse, meine Liebe. Ich trete nicht auf ohne sie. Du musst jetzt ausnüchtern. Das Stück ist sehr wichtig. Ekaterina auch. Ohne meine Muse geht es nicht. Bitte, sie ist westlich von hier im Haus der Aphrodite. Wenn das heißt, dass du dann auftrittst, finde ich deine Muse. Ich sagte ihm, manchmal frage ich mich, ob es richtig war, Kefalenia zu verlassen. Das ist mehr Anklage als Satire. Wie weit weg, ey? Reiner Bidi. Ich darf mich hier nicht erwischen. Schon wieder? Kann ich hier rumgehen? Oh, ist da im Haus drin, okay. Dann gehen wir außen rum. Ja. Okay. Ich hab ein Leck. Muse. Nicht wirklich mein Typ. Zu viele Muskeln. Aber wenn du die Drachmen hast, werde ich mich damit arrangieren können. Thespis sagte, ich finde dich hier. Oh, mein liebster Thespis. Ein Künstler auf so vielen Gebieten. Aber reden wir über uns. Verstehst nicht. Ich brauche deine Hilfe. Das tun viele. Diese Hände halfen schon mehr Menschen als Hippokrates. Nein, Thespis hat mich hergeschickt. Ich gebe dir sicher keinen Rabatt, nur weil du mit ihm bekannt bist. Nein, Thespis will, dass du zu ihm gehst. Er braucht deine Hilfe, um morgen aufzutreten. Thespis liebt es, aufzutreten. Aber diesmal wird er es ohne mich tun müssen. Aber du bist seine Muse.
Befehlshaber Rexenor sagte, es würde mich mein Leben kosten, wenn ich mich momentan mit Tespis abgeben würde. Bitte. Keine Sorge, ich kümmere mich um diesen Befehlshaber. Du verstehst nicht, was für ein Hund er ist. Er ist mehr als nur irgendein Athena-Soldat. Was meinst du? Geheime Treffen, komischer Besuch. Könnte ein Kulti sein. Er ist einfach gruselig. Du musst ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ich es tue, gehst du dann zu Tespis? Es wäre mir ein Vergnügen. Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Bring mir sein kleines Schwert als Beweis. Ich bin bald zurück. Niemand sollte sich glücklich schätzen, bevor er stirbt. Bis dahin ist er nicht glücklich. Er hat nur Glück. Ohne Zweifel steht dieser Rexenor mit dem Kult des Kosmos in Verbindung. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Schwören können, da war was. Hab ich vergessen zu heilen, Bitch! Das nervt mit diesem blöden Kopfgeldjägern da.
Okay, nochmal. Ohne Zweifel steht dieser Rexenor mit dem Kult des Kosmos in Verbindung. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Das sehe ich mir mal an. Ach, Gil, ist doch scheiße. Boah. Wer hat denn da schon wieder geschossen, ey? Mann. Boah, ist das belastend, ey. Nochmal. Vielleicht war ich schön den letzten Söldner da und dann hätte ich den gesnackt.
Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ist da jemand? So, okay. Dann haben wir den mal gleich gesnackt. Ich muss wieder eine Hose bekommen. Ich krieg ganze Hosen hier. Die ist aber schlechter. Was ist denn da los? Warum ist die schlechter? Okay, dann lassen wir die. Jetzt. So, jetzt mach mich. Ist das Beweis genug für seinen Tod? Nicht das Schwert, das ich meinte. Aber solange er tot ist, mein Teil ist erfüllt. Sorge dafür, dass Tespis rechtzeitig zur Vorstellung im Theater ist. Du bist verspannt. Komm her und leg dich hin. Wir haben Zeit für etwas Spaß. Oder geht es dir immer nur ums Geschäft? Okay, mach doch. Ist es bei dir? Dann hast du also doch Blut in den Adern. Und es tost.
Doch was ist mit Thespis? Thespis ist Schauspieler. Die Hälfte der Mädchen hier sind irgendwann schon seine Musen gewesen. Jetzt sollten wir uns aber langsam um Thespis und Aristophanes Stück kümmern. Dieses Stück scheint dir wichtig zu sein. Wir hoffen, damit etwas zu verändern, zum Besseren. Ich sehe noch mehr in deinen Augen, aber wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Es reicht, wenn du weißt, dass ich vorhabe, Männer wie Befehlshaber Rexenor und Kleon aufzuhalten. Okay, das Bericht erstatten. Schauen wir mal, ob wir reporten können. Wir reporten hierher. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Ah. Was ist denn jetzt hier? Er leckst die ganze Zeit. Dass ich wieder mitspielen muss in so einem Stück. In einer der letzten Folgen schon ein bisschen her, da musste ich auch mal sowas spielen. Der Angriff der 300. So, seine Quest auch erledigt. Sag mir, gibt es Neues von Thespis? Es geht ihm gut. Und er tritt in deinem Stück morgen auf. Oh, den Göttern sei Dank. Ich weiß, wie Schauspieler sein können. Das Leben in Athen ist mir zu kompliziert. Ich wäre lieber unter Bauern, als hier im Theater zu arbeiten. Nun, es ist nicht für jedermann, aber es ist ein schönes Leben. Hier, für deinen Aufwand. Das Volk mag das Herz von Athen sein, doch mein Stück ist seine Stimme. Und ihr wisst auch, dass er ein Schwein zum Lehrmeister hatte. Oh, da ist er schon. Den Antrag stellen wollt, ein Denkmal in der Stadt euch zu errichten, wegen eurer Tapferkeit. Wie er uns, alten Herren, gleich scharwenzelt und umschleicht,
uns zu täuschen. Doch diesmal soll die Hinterlist sich bücken und an unserem Fuße abprallen. Oh, Verschwörung, Mord, sie prügeln mich. Es geht da. Kehrt Sokrates zurück. Okay, Leute, bevor wir das machen, werden wir jetzt an der Stelle eine Pause machen und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es mit Sokrates weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn es euch denn gefallen hat, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und wenn nicht, auch nicht so schlimm, sehen wir uns vielleicht trotzdem in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.